Dann würde ich mit der ersten Frage gleich starten. Warum hast du damit angefangen, also mit Kaizen? Wie bist du zu dem Thema gekommen überhaupt? Tja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Eigentlich fing das bei unserem alten gemeinsamen Arbeitgeber eigentlich an. Der ist eigentlich schuld an der ganzen Misere, Ja. weil es war ja in dem Ort Bünde, wo ich dann gearbeitet habe, du warst nicht da zu der Zeit, ist es halt so gewesen, dass halt diese alte Manufacturing, wie sagt man, auf Deutsch, ja, das Arbeiten am Band, wie es da zu der Zeit gewesen ist, war es halt nicht effizient. Und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, unser alter Chef hat dann gesagt, ich so, da muss was passieren. Da hatte ich natürlich Ungarn noch nicht gesehen zu der Zeit, Okay. aber das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da musste was passieren und ich hatte halt die Aufgabe bekommen, irgendwas zu tun, damit es besser aussieht. Und dann bin ich halt irgendwie so langsam reingeschlittert. Das besser aussieht. Ja, dann Ja, kommen deshalb war das, es gab den Begriff für die Jungs war Kaizen nicht unbedingt jetzt. So, der ist ja jetzt, glaube ich, Stefan hieß er, wie hieß er denn? Thorsten. Der war ja nicht so in diesem Thema so drin. Ist ja auch erst später da reingekommen. Ne? Also ja, der ist das ja viel stimmt. später. Ist der da erst mit groß geworden oder größer geworden? Ich habe auch schon lange nicht mehr gesprochen. Aber da war das noch kein Thema für ihn. Und sagt, mach mal was. Mach Und, mal was, ja, genau. daher ist das dann halt so gekommen. Und dann wird das immer mehr und interessanter. Und später ist es halt so, man hat gar keine andere Chance mehr. Man kann einfach ohne dem nicht mehr überleben. Ja, also just do it war dann die erste Methode im Prinzip. Ja, genau. Okay. Und gut, kann man das überall machen? Also, du hast gesagt, hast das in Ungarn auch gesehen, jetzt bist du in China. Ist ein Unterschied oder keiner? Wenn ich meine Speeches mache hier in China, ich bin mit dieser Sache auch richtig in China angefangen, das auch so ein bisschen zu lehren. Ich sage immer so, mein Lieblingsspruch ist immer, es ist völlig egal, if you make candies or airplanes. Das Prinzip ist immer dasselbe. Ja, das stimmt, das stimmt, das ist so. Okay. Ja, die entscheidende Frage am Anfang ist immer, warum? Warum sollte man Kaizen machen? Es geht einfach gar nicht mehr. Ich meine, gut, Kaizen als Oberbegriff von Lean Manufacturing oder was alle, welche auch immer Tools da noch drunter liegen. Ich glaube, und was heißt das, glaube ich, es ist einfach Fakt. Man kann ohne diese einzelnen Verbesserungen einfach gar nicht mehr leben. Wenn man jetzt eine Firma sieht, die 20 Jahre vorher was irgendwas zusammengebaut hat und guckt sie dir heute an, früher hat man halt 100 Leute für den Prozess gehabt und heute braucht man die Hälfte. Und irgendwo kommen die Preise her und wenn man competitive sein will, muss man was tun, egal was. Sei es Kaizen oder sei es halt eine simple Verbesserung, um irgendwas etwas besser zu machen. Ja, okay. So. Also für dich geht es in die Richtung, wettbewerbsfähig zu werden, oder? Verstehe ich es richtig? Wettbewerbsfähigkeit ist Nummer eins, würde ich sagen, ja. Ja, okay. Ja, das ist eine spannende Frage. Was sind die Hindernisse? Akzeptanz. Akzeptanz, okay. Inwiefern? Akzeptanz. Und zwar leben wir ja, ich weiß es nicht, wie es in Europa ist und in Deutschland. Ich kann es nicht sagen. Ich habe die Ja. Lehre da nie großartig umsetzen können. Ich hatte nicht die Gelegenheit. Ich bin halt mit dem bisschen Wissen, was ich hatte, bin ich dann von unserem ehemaligen Chef ins Flugzeug gesetzt worden und hier mach mal was anderes, als was ich vorher schon gemacht habe. Er hat gar keine Ahnung. Ich habe noch nie einen ganzen Motor am Stück gebaut, in meinem ganzen Leben nicht. Und auf einmal musste ich dann hier Motore selber bauen. Okay. Und in einer Art und Weise, wie die hier bauen, ist es nicht unbedingt immer leicht, die Leute davon zu überzeugen, dass, wie man es jetzt besser machen könnte, auch so der Fall ist, dass die das auch so besser machen möchten. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich bin mal bei einer Firma gewesen, die ich dann beraten hatte, und die hatten so Ja. TV-Arme haben die produziert.
Ja, die Okay. man am Tisch schraubt, da kannst du den Bildschirm nach oben und unten bewegen. Ja? Okay, so Und halt. die hatten, ich habe das alles umgestellt und konnte dann aus zwei Linien eigentlich eine Linie machen. Und dann Okay. fragt der Chef mich, was machen wir denn jetzt mit diesen 5 Mitarbeitern, die nichts mehr zu tun haben? Er produzierte quasi dasselbe mit der Hälfte der Mitarbeiter. Und Ja. er fragte mich, was machen wir mit den 5 jetzt? Ich so, naja, da hast du jetzt ja ganz viel offen. Du könntest jetzt noch mehr bauen, also doppelt so viel. Oder du könntest ein neues Produkt erfinden und das dann da bauen mit der gleichen Anzahl der Mitarbeiter. Du hast dann zwei Produkte. Oder du musst halt in den besagten sauren Apfel beißen und dann müsstest du dann eventuell darüber nachdenken, ob sie dich entlässt. Entlassen? Fragt er mich ganz entsetzt. Entlassen? Ja, nee, dann Ja, machen wir so weiter wie früher. gut. Das meine ich mit Akzeptanz. Und das ist unheimlich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es besser ist. Es wird einfacher jetzt, weil die Leute kriegen das auch mit. Es geht halt nicht mehr anders. Aber früher war die Akzeptanz, und das ist auch heute noch ein Teil so, dass es nicht immer akzeptiert wird. Ja, wobei das Ziel ja in der Regel ist zu wachsen. Also man entlässt ja keine Leute, sondern man ist ja auch in einer gewissen Zwangssituation oft genug, dass man die Arbeit gar nicht schafft. Also. Ja, das vielleicht, aber hier ist es ja eher so, dass die Leute, oder ja, wir reden jetzt von vielen, vielen, von einigen, sagen wir mal, von 10 Jahren, da hatten Firmen hier 5.000 Mitarbeiter. Und Oh, da war es okay. einfach notwendig, das zu reduzieren, weil es einfach mit der Hälfte, na, nicht immer die Hälfte, aber es hört sich immer schöner an, der Mitarbeiter dann das Gleiche zu produzieren. Ja, okay. Ist das kompliziert? Also ist Kaizen aus deiner Sicht kompliziert? Nein, absolut nicht. Nein, Weil oh. ich finde Kaizen absolut nicht kompliziert, weil jeder kann es machen. Ja. Mein Firmenmotto ist immer, Kaizen is awesome and easy for everyone. Das ist mein Firmenmotto, was ich habe. Das schreibt unter jeder meine E-Mail, steht das drunter. Und man muss nicht immer im höchsten Level Kaizenen. Man muss nicht immer im höchsten Level irgendwas umsetzen. Man muss keine teuren Maschinen kaufen im ersten Step. Man Aha. kann Kaizen mit ganz simplen Mitteln umsetzen, ohne vielleicht irgendwie einen Pfennig zu investieren. Okay. Und was ist das für eine Firma? Kurz Beratungsfirma oder? Ja, ich habe eine Firma, die heißt Shenzhen Muri. Ah, Ja, also okay. szmuri.net. Ist auch im Internet, kann man die finden. Okay. Und da berate ich halt die Firmen genau um dieses Lean-Thema, Kaizen-Thema in jeglicher Form. Ich mache auch ein bisschen Qualitätssicherung, helfe halt Inspektionen, Okay. die Leute, wo, also jetzt gerade in der Corona-Pandemie kann halt keiner rüber. Und dann fahre ich halt rüber und zoome mich da durch die Produktion und habe eine Online-Inspektion mit meinem Cappy auch, damit die das sehen, mit der Kamera oben drauf. Und dann Okay. bin ich quasi als Kameramann da vor Ort und erzähle denen, was da gerade los ist. Sieht ein bisschen spacey aus, aber ist eine coole Ja, Sache. das kann ich mir vorstellen. Und Warte jetzt noch auf bist die du da gute Stelle, alleine? das sieht denn normaler aus. Bist du da alleine oder mit Nein, wie? ich habe eine Partnerin, die Eine das macht, und ich Partnerin? Ah, habe okay. viele Inspektoren und Lean-Berater, Ach die so. sich selber Kaizener nennen. Und ja, den Namen haben sie sich selber gegeben. Und ja, ich persönlich mache immer die Speeches, die mache ich immer selber grundsätzlich. Das macht nie jemand einer vor, das macht kein Lokaler hier, weil ich bin also davon überzeugt, wie man das rüberbringt. Und das ist halt in Asien nicht immer ganz so einfach. Und es hat auch ein bisschen kulturmäßig was zu tun, wenn ich als Europäer da stehe und denen was verkaufen möchte, was mit Lean zu tun hat, ist das für die etwas einfacher zu glauben, als wenn ein Lokaler dem das erklärt, weil der glaubt, der hat das irgendwo abgekupfert vom Nachbarn. Ja, okay. Verstehe. Ja, wo hast du das schon gemacht?
Also welche Bereiche jetzt so Industrie hauptsächlich oder Ja, geht es das auch ist im Service hauptsächlich, oder sowas? ja, ich mache das oder habe das ursprünglich nur in der Industrie gemacht. Okay. Alles ohne Motore. Also ich habe diesen Bereich, also komplett Actuators habe ich komplett ausgeschlossen. Das heißt, ich berate keine Firmen, die in irgendeiner Form Actuator, Remote Controls, SMPS bauen. Ja. Und gehe dann halt in die Industrie. Halt, es gibt ja 1 Milliarde andere Produkte, die man produzieren kann, vom Fahrer, Motor, Flügel, Motore, also Motore, EC-Motor, DC-Motore. Und jetzt bin ich gerade dabei, das ist unser Highlight, bin ich dabei, haben wir ein ECMO entwickelt oder ein ECMO, eine Herz-Lungen-Maschine, eine Portable Herz-Lungen-Maschine, die in Asien gebaut wird, die erste, die in Asien gebaut wird. Und das ist so, diese Tendenz ist mehr in Medical jetzt. Ah ja. Medizin, Betten, Liftchairs, Badewannen, alles, was so mit Medizin zu tun hat. Das Okay. interessiert mich persönlich und allein durch das ECMO, was ich jetzt, wo ich da die Beratung mitmache und auch die Produktion mit aufbaue, das ist so, wo ich jetzt momentan im Feld bin. Ja, okay. Machst du selbst auch Kaizen oder die nächste Frage, kann man das auch zu Hause machen? Weiß es ja nicht. Ja, klar. Ich glaube, zu Hause macht man viel Kaizen, Ja. allerdings eher unbewusst. Okay. Ja, also man weiß gar nicht, dass man schon eine Art von Kaizen kreiert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Küche ist oder man macht sich die Schublade, räumt sich da auf, man kauft sich jetzt, es gibt ja alles online, es gibt ja Amazon, hier in China gibt es Taobao, da gibt es Millionen verschiedenen von Variationen von Kästchen, von Schublädchen, von Hängern. Ich glaube, alles das hat irgendwann mal eine Form von, da hat sich irgendeiner einen Gedanken drum gemacht, der das aus der Industrie kann man auch zu Hause nutzen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ja, ist alles das, was du irgendwie verbessert, ist eine Vorart von Kaizen. Okay, ja, alles klar. Was ist die, das werde ich ja auch immer gefragt, muss ich dich auch fragen, was ist dieses 5S und wofür ist das gut? Tja, was ist 5? Ja, was ist 5S? Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, was diese 5S jetzt bedeuten. Aber es wird. Ja, ich habe viele 5S gesehen und ja, alle hängen sich ihre 5S-Buchstaben in irgendeine Factory da oben hin, aber keiner prozessiert das eigentlich. Jeder pretendet, sagt, hallo, ich mach 5S. Was hast du gelernt? Ja, ich habe 5S gelernt. Ja, und wenn man dann so durchguckt, Ja, nee, genau, eigentlich ne, ist so, ja, stimmt. 5S hat das nicht zu tun. Ja, du hast 5S an der Wand, vielleicht hast du, und wir haben sogar 7. Ja, super. Ja, da hast du das Management noch mit eingeführt und die haben überhaupt keine Ahnung darum, was die zwei anderen S doch so zu bedeuten haben. Ja. Einige machen es, ja, andere praktizieren das, aber nicht jeder. Die meisten glauben halt, wenn sie mal ein bisschen mit dem Handfinger über den Tisch wehen, dann haben sie 5S gemacht. Ja, es ist halt nicht nachhaltig und es ist halt nicht nachvollziehbar, wer sich da halt drum kümmert, wer ist dafür verantwortlich. 5S ist, wenn man es praktiziert, ist eine coole Sache. Super cool. Man kann eine Fertigung super aussehen lassen, ohne Geld großartig zu investieren. Ja? Aber die meisten praktizieren es nicht. Aber es ist wichtig. Ja, und du gehst ja auch in Firmen und machst da 5S-Aktionen. So 3 Stunden lang dauern die mit irgendwie so roten Karten, habe ich gelesen. Warte mal, Wie bist du geht, jetzt noch da? wie läuft sowas ab? Also du gehst auch in Firmen und machst da 5S-Aktionen mit so roten Zetteln, habe ich da was gehört. Wie funktioniert das? Ja, das ist so eine etwas weiterentwickelte 5SA, würde ich sagen, die ich persönlich ganz toll finde. Weil
wenn man jetzt sagt, man sucht sich einen Teilbereich aus, sagen wir mal das Warehouse oder eine Produktion, nimm jetzt irgendwelche, name it, und dann hat man halt so sein Team zusammengestellt von Managern, von den Mitarbeitern, selbst von den Cleanern, die da arbeiten, und von der QC, vom Einkauf. Da ist da sind so, von jedem Teil ist da so ein Amount of People, die stehen da mit bei, die müssen halt mitspielen. Und das, was du sagst mit diesen roten Karten, ist, jeder hat 20 Karten, okay. 10, je nachdem, wie viele Leute da mitspielen. Das Ganze ist zeitlich begrenzt, damit das nicht unendlich wirkt. Mhm. Hat jeder eine Aufgabe, weil jeder hat ja seine eigene Art und Weise, wie er über eine Sache denkt. Ja, du bist jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre in der Firma, der andere ist 4 Jahre in der Firma, der andere ist von Anfang an damit bei. Ja, und jeder hat so seine Art und Weise, was er über das Teil denkt, was er in irgendeiner unter der Schublade 7 Jahre im Regal liegen hat oder noch irgendwo versteckt in seinem Spind. Ja, und jeder hat eine Auffassungsgabe und sagt, okay, es gibt 3 Kategorien. Das eine ist wichtig, brauche ich. Das andere ist, brauche ich, aber nicht unbedingt jetzt. Und das andere ist absolut Müll, brauche ich überhaupt nicht. Also kann okay. Weg. Ja? Mhm. So, das sind diese 3 Kategorien. Und die Leute, die an diesem Projekt dran teilnehmen, die haben alle nur eine Aufgabe. Diesen Aufkleber, diesen roten oder einen gelben, ich liebe immer einen roten, weil das fällt immer so schön auf. Jeder geht jetzt an das Teil, wo er denkt, dass dieses Teil, was er sieht, nicht notwendig ist. Das heißt, er geht jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Büro, da sind jetzt 25 Toner. Ja? Okay. Und ich bin der Meinung, ich brauche nur einen Toner eigentlich, weil ich kann ja morgen einen, in der heutigen Zeit kann ich ja morgen, also kann ich eigentlich auf alle anderen, kann ich ja meinen roten Aufkleber, den brauche ich nicht, weil die liegt dann nur rum. Ja, und nur, dass ich ihn da liegen habe, dass ich dann sofort wieder einen neuen Toner habe, ist es für mich, ist das Teil nicht notwendig. Ja, oder ich habe eine Maschine, eine Fräsmaschine, die schon 6 Jahre da steht und sich nichts hat. Das sind schon etwas größere Teile. Aber es können alles Mögliche sein. Es können Kartons im Lager sein. Es kann alles sein. Fakt ist, die müssen, jeder Partizipant, der muss halt sein rotes Kärtchen an das Teil pappen, wo er denkt, dass das Teil nicht notwendig ist. So, wenn dann alle ihre Karten losgeworden sind und jeder muss jede Karte loswerden, gut, wenn natürlich schon überall eine Karte drauf ist, dann hat er noch eine über, dann ist es halt so. Dann ist der zweite Teil, das ist der schöne Teil daran, finde ich, dann geht jeder los und trägt, also ich muss dazu sagen, draußen habe ich eine Ehre her, aufgetan, wo genau diese 3 Kategorien, ja, brauche ich nicht oder brauche ich aber vielleicht später mal. Ja. Und dann bringen wir dieses Ding raus. Mhm. Und dann nicht jeder, der, wo jetzt, du hast jetzt zum Beispiel deinen Aufkleber an einen Schraubendreher gebappt, ja, aber du bist, gehst ihn, du nimmst halt irgendwas anderes und du denkst dann nochmal drüber nach, weil, für ein Teil, was ein anderer raus angeklebt hat. Und du bringst das dann raus und denkst nochmal drüber nach, brauche ich es oder brauche ich es nicht oder warum hat jetzt Sven da einen roten Aufkleber? Eigentlich egal, aber ich bin seiner Meinung und bring das aus und bring es in die Area, brauche ich nicht. Ja? Mhm. So, und dann, wenn alles muss raus, alles. Die Maschinen ist dann vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber theoretisch müssten die auch raus. Aber das ist nicht immer leicht machbar. Mhm. Aber zu 99,9% ist es so, dass wenn alles draußen ist, okay, ist der Haufen, was nicht gebraucht wird, immer der Fall, dass der proppenvoll ist. Ja? Der in der Mitte, wie zum Beispiel die Toner, brauche ich nicht jetzt, aber vielleicht morgen, ja, der ist dann etwas kleiner. Und das, was ich wirklich brauche, ist eigentlich signifikant kleiner als Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Was wir dann machen ist, wir haben eine ganz begrenzte Zeit und kümmern uns um genau diesen großen Berg, wo draufsteht, den brauchen wir nicht. Ja. Und dann nehme ich jedes Teil in die Hand und sage, warum ich das nicht brauche. Und deswegen ist es wichtig, dass alle, die da dran teilnehmen, wie der GM, der Assistant GM, der Einkaufsleiter und der Einkaufsassistent, die Mitarbeiter, der Cleaner und der, was auch immer, die darunter, die mit diesen täglichen Materialien zu tun haben. Alle sind auf derselben Linie. Der Chef ist nicht der Chef,
sondern der ist einfach einer, der damit beispielen darf. Also keiner ist der Vorgesetzte, keiner ist der Arbeiter, alle sind auf dem gleichen Level. Der Chef hat nur eine Aufgabe, zu entscheiden, bei dem Besprechen, wenn ich jedes Teil in die Hand nehme, das schmeißen wir jetzt weg. So, okay. Wir nehmen jetzt halt diese 25 Schraubendreher, die noch original verpackt in irgendeiner Schraubenschublade da drin liegen, aber wir eigentlich immer nur den wir vor 18 Jahren gekauft haben, der immer noch funktioniert, nehmen, aber die neuen noch niemals aufgemacht werden. Dann, ich sag jetzt, wegschmeißen, was auch immer, kannst du ja verkaufen. Ja? Ja. Alles das, was da verbaut, die ganzen Kartons, alles, was nicht mehr gebraucht wird, es liegt einfach nur rum und frisst Platz. Ja, und dann spricht man über jedes einzelne Teil, wieso, weshalb, warum. Dann schmeißt man das weg oder entscheidet, man wirft es weg, ja, oder man verkauft es. Und dann spricht man darüber, was man darin machen kann, dass man das in der Zukunft nicht mehr hat. Ja, das Gleiche macht man dann mit den, brauchen wir nicht unbedingt jetzt, aber morgen. Ja, warum kaufst du denn so viel? Dann spricht man mit dem Einkauf, warum kaufst du so viel? Weil das ist billiger. Ja, wir brauchen keinen Toner bis 2080. Ja, so. Und das, was wir da brauchen, das kommt wieder weg. Und das, was auf dem roten Feld und entschieden ist, das kommt nicht wieder rein. Das bleibt da, wo es ist, das wird nicht wieder rein, wird nicht mehr angepackt. Da kommt einer mit einer Mulde und holt den ganzen Ramsch ab. Und das ist dann halt der Unterschied zwischen zu dieser Art und Weise 5S und zu der normalen 5S ist, dass man, dass jeder über das Teil spricht. Und nicht, wenn man normales 5S macht, dann man räumt das halt auf, man hat das schön, man macht sich dann halt diese schönen Halter aus diesen Foam und pappt das da alle rein. Du hast nur 7 Schraubendreher statt 70, ja, nur noch die, die du brauchst. Mhm. Aber du hast nie darüber gesprochen, warum sind eigentlich die anderen da hinzugekommen? Ja, wieso waren die eigentlich da? Und wie kann ich sicherstellen, dass die in der Zukunft nicht wieder dazukommen, dass das nie mehr passiert? In dem Fall machen wir dann halt diese schönen Verpackungen, wo das in Foam bappt, dass nur 7 da liegen. Ich gebe halt gar keine Chance mehr, dass ein 8er Schraubendreher da liegt, ja, oder ein 9er, weil es ist aber kein Platz da. Du hast keine Möglichkeit. Aber was ich sagen will, du sprichst halt über jedes einzelne Teil und jeder hat das irgendwie im Kopf, wenn das dann mal wenn wieder das Toner-Geschäft aufkommt und Toner wieder extrem günstig sind am 1.11. um 11.11 Uhr, ja, dass man dann nicht, Mensch, da war doch was. Ich hatte doch darüber gesprochen, dass wir 80 Toner im Lager hatten und die keiner braucht. Und die dann vielleicht auch kaputt sind, wenn ich sie dann brauche, weil sie sich kaputt gelegen haben. Wie so viele andere Dinge auch, wie Stahl oder irgendwelche Waren, die der Kunde gecancelt hat, aber der Chef sagt, nee, das kann ich noch mal verkaufen. Und wenn das da länger als ein Jahr liegt oder eigentlich ein halbes Jahr, dann kann der Chef das nicht mehr verkaufen. Ja. Okay, so, super. Und so wird man halt das, man wird das halt los und man spricht. Das ist der kleine Unterschied daran. Ja, und es macht mehr Spaß, weil du die Interaktion hast und man hat Spaß damit und man ist alles auf derselben Stufe. Ich finde diese Art und Weise besser, weil man sich dann auch kennenlernt und man spricht. Und der Chef ist nicht der Chef. Das ist viel wichtiger. Ja. Okay, noch ein paar weise Worte für unsere YouTube-Gemeinde. Ein Schlusswort noch von dir? Ein Schlusswort. Also wie gesagt, mein Motto ist ja, Kaizen is easy. Kaizen is easy for everyone. Ja? Das ist mein Motto und überall, wo man halt Lust zu hat, das sollte man machen. Wenn man da Spaß dran hat, dann sollte man es machen. Und es gibt kein es gibt kein gutes Leben im falschen Leben, ja? sondern man muss es einfach anfassen und man hat immer Erfolg, wenn man sich in Richtung Kaizen oder deren Tools sich bewegt. Ja, dann schönen Dank erstmal. Ja, gerne.